Hallo zusammen, heute habe ich wieder ein kleines Unpacking für euch und zwar habe ich wieder bei Rebuy bestellt und ja, das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, als ich bei Rebuy bestellt hatte und ich war nicht ganz so zufrieden mit den Sachen. Irgendwie hatte ich einige Artikel, die nicht so ganz gepasst haben, aber es waren auch einige tolle Sachen dabei, muss man natürlich sagen. So, warum habe ich bestellt? Ganz einfach aus dem Grund, ich gucke gerade eine ganz bestimmte Serie und habe dadurch dann erfahren, dass es da speziell eben auch Bücher dazu gibt. Und ich bin eben so begeistert von der Serie, dass ich einfach nicht widerstehen konnte und gesagt habe, okay, ich gucke einfach mal, ob sie die Bücher da haben und wenn ja, dann schaue ich mal, was sie noch so hatten. Und das war dann auch der Fall. Die hatten die Bücher gebunden da und zu einem hammermäßigen Preis. Ich hoffe jetzt natürlich nur, dass dann die Qualität auch einigermaßen in Ordnung ist, weil ich wollte mir die Bücher einfach nicht neu kaufen. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe auch ein paar Filme mitbestellt. Ich glaube, 2 Stück waren es. Bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt schauen wir einfach mal. So, der Karton ist offen, meine Lieben. Ihr könnt so reinschauen. Und ich habe hier einmal Papier. Und das, was ich bis jetzt sehe, sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf eins. Oh wow. Und zwar, ich suche es mal eben schnell raus. Oh ja, die sind richtig toll. Weswegen ich eigentlich bestellt habe, ist einmal Die Saat, Die Nacht und Das Blut. Das ist die Reihe von The Strain. Ich weiß nicht, ob euch die Serie was sagt. Die Serie gibt es gerade bei Amazon Prime. Zu gucken, The Strain Staffel 1 und 2. Und ich habe die Staffeln schon beide durchgesuchtet, kann man wirklich so sagen. Und ich bin richtig in so einem Fieber. Man kann sich das Ganze vorstellen, so ein bisschen wie The Walking Dead, bloß mit Vampiren. Strigoi heißen die da. Ich habe das Gefühl, ich bin unscharf, meine Lieben. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich wirklich unscharf bin, dann tut's mir leid. Ich bin eine absolute Niete, was Filmen angeht. Und ja, naja, gut. Auf jeden Fall bin ich super begeistert. Das eine ist sogar neu eingeschlagen und die Qualität ist hammermäßig. Den Büchern fehlt gar nichts. Ich meine, dass Die Saat der allererste Teil ist. Das Ende der Welt beginnt. New York, John F. Kennedy Flughafen. Eine Maschine aus Europa landet und kommt unvermittelt zum Stehen. Alle Lichter gehen aus. Der Funkkontakt bricht ab. Was ist geschehen? Ein Terroranschlag? Ein Seuchenausbruch? Oder etwas ganz und gar Unvorstellbares? Und die Serie hat mich so in ihren Bann gerissen. Ich finde die so geil gemacht. Und ich bin ja eigentlich wirklich so ein richtiger Schisser, aber... Also ich habe auch eine Zeit gebraucht, bis ich einigermaßen reingekommen bin in die Geschichte. Und jetzt bin ich so traurig, dass die Serie schon zu Ende ist. Wir haben, wie gesagt, die 2. Staffel schon angeguckt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, bis April warten. Ich hoffe, dass die jetzt wirklich zeitnah rauskommt, die 3. Staffel, dass wir weitergucken können. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt die Bücher lesen vorher noch. Und die Qualität ist super. Ich freue mich. Von Guillermo del Toro ist einer der bekanntesten Regisseure und Drehbuchautoren unserer Zeit. Zu seinen Filmen gehören The Devil's Backbone, Kronos, Mimic, Blade 2, oh, Pan's Labyrinth sowie Hellboy und Hellboy 2. Oh ja, ich bin echt gespannt. Da kommt ja jetzt von Guillermo Toro, oder wie er heißt, kommt ja jetzt auch ein neuer Film raus mit so einem Unterwasserwesen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich meine, ich habe die Bücher auch schon mal bei Toto Lies gesehen im Regal. Aber die sind echt richtig toll. Wie neu. Und ich bin so froh. Ich habe, glaube ich, für den letzten Band, meine ich, so 6 Euro bezahlt. Und für alle anderen nicht mehr wie 2 Euro. Und ich bin echt super happy. Also da bin ich wirklich glücklich drüber. Und es hat sich jetzt schon mal wirklich gelohnt für mich. Da bin ich schon mal echt froh. So. Schauen wir mal. Jetzt kommen wir mal zu
zu den beiden Filmen. Und zwar habe ich mir einmal Power Rangers rausgesucht. Ich habe keine Ahnung, wie der ist. Das ist ja die Neuverfilmung. Ich habe früher als kleines Kind, ist ja auch schon ein paar Jahre her, die Serie angeguckt. Und die fand ich immer richtig cool. Und ich bin gespannt, wie die Neuverfilmung sein wird. Mal sehen, wie es mir so gefallen wird. Und den zweiten Film, den ich mir rausgesucht habe, ist Shades of Grey. Ja, der erste Teil, kennt jeder. 3 Euro irgendwas habe ich dafür bezahlt. Also das ist wirklich in Ordnung. Das nächste Buch, was ich mir rausgesucht habe, ist von John Niven, Old School. Als Hardcover. Hier ist es ziemlich eingerissen. Der Schutzumschlag, jetzt schauen wir mal, wie es unter dem Schutzumschlag aussieht. Da sieht es aus wie neu. Ja, ist halt immer schade, manche gehen halt mit ihren Sachen um. Aber irgendwie hatte Rebuy auch eine sehr komische Einpacktechnik dieses Mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass das durch Rebuy selbst passiert ist, dass das so eingerissen ist. Ist eigentlich ziemlich schade. Aber von dem Buch hatte ja Senf dazu so geschwärmt. Und ich habe auch mal zwischendurch Lust auf was Lustiges. Hier geht es um Rentner, also die Alten schlagen zurück. Susan und Julie sind gerade 60 Jahre alt geworden. Sie leben in einem kleinen Dorf im Südengland und sind seit der Schulzeit miteinander befreundet. Susan führt ein bürgerliches Hausfrauendasein. Julie lebt in einer Sozialwohnung und arbeitet als Aushilfe in einem Pflegeheim. Als Susans Ehemann Barry tot aufgefunden wird, offenbart sich, dass er ein surreales Doppelleben führte und Susan einen finanziellen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Um nicht in die Altersarmut abzurutschen, greifen die beiden Freundinnen zu einer radikalen Lösung. Und ich meine, dass es hier darum geht, dass sich ältere Leute zusammentun und eine Bank ausrauben. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Hört sich aber total interessant an und ich habe mir das Buch einfach mal mitbestellt, weil sie es eben da hatten und ja, ich lasse mich überraschen. Ja, meine Lieben, und dann hatte Paddy von Lucinda Riley so geschwärmt und zwar die 7 Schwestern und ich habe mir das als Taschenbuchausgabe bestellt, weil ich ja die anderen Bücher auch alle als Taschenbuch von ihr habe und da sind so viele Leserillen drin und ich habe, glaube ich, die Hälfte bezahlt, also statt 9,99 irgendwas mit 5 Euro. Stand dran, sehr guter Zustand oder wie neu, ich bin mir nicht sicher. Aber das werde ich nicht behalten, weil dann kann ich es mir auch neu kaufen. Und ich frage mich echt immer, wie die Leute lesen, das ist so traurig. Ich meine, wenn da mal 1, 2 Leserillen drin sind, okay, aber doch nicht 10. Ja, also das ist wirklich Misshandlung der Bücher. Ja, und dann wollte ich meine Outlander-Reihe ein bisschen bestücken und habe mir jetzt, das müsste der 4. Band, glaube ich, sein. Nee, der 3. Band, genau. Den 3. Band Outlander mitbestellt. Ich weiß gar nicht, Leute, was ich dafür bezahlt habe. 6 Euro vielleicht. Der kostet ja normalerweise 14,99. Sieht sehr gut aus. Es wurde zwar gelesen, ist auch leicht vergilbt, aber, oh, schaut mal, da sind voll die Bildchen drin, voll hübsch. Und ich habe mir auch die Gesamtausgabe schon bestellt. Und da möchte ich dieses Jahr nochmal von vorne anfangen und komplett starten. Und ja, das Buch hat eigentlich keine Leserille, das ist vollkommen in Ordnung. Sieht zwar gelesen aus, aber für mich vollkommen in Ordnung. Gerade bei so einem dicken Schinken lässt sich das irgendwo auch nicht vermeiden. Ja, und dann habe ich ein Buch bestellt von Rebecca Gable, Das Lächeln der Fortuna. Irgendwie ist das eine andere Ausgabe, was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Aber sie sieht eigentlich auch hübsch aus. Ehrenwert. Von dem Buch hatte Tammy letztens so geschwärmt, also von Reading Teabag. Und da ich dieses Jahr einfach mehr Historisches lesen möchte, dachte ich mir, ich fange einfach mit dem Buch an.
Beziehungsweise habe ich von Philippa Gregory erst letztens noch ein Buch bestellt. Und jetzt weiß ich noch nicht, mit welchem ich als nächstes beginnen möchte. Das Buch sieht eigentlich so recht in Ordnung aus. Auch unterm Schutzumschlag sieht es ordentlich aus. Ja, ich finde es halt immer ein bisschen blöd, wenn Reba nicht die richtigen Bilder dazu hat, weil auf dem Bild war eine völlig andere Ausgabe. Aber das Buch sieht eigentlich recht schön aus. Ich denke mal, dass ich das auch behalten werde. Das Einzige, was ich, womit ich nicht so ganz zufrieden bin, ist jetzt Lucinda Riley. Und ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich guck mal, ob ihr das so sehen könnt. Es ist relativ schief gelesen. Also da... Ah, das ist so ein bisschen... Ich mache mal den Fokus schnell an. Vielleicht, wenn es dann fokussiert. Es rattert halt dann immer so ein bisschen. Ist so ein bisschen blöd, ne? Aber ich glaube, so kann man es recht gut sehen, oder? Ja, doch. Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich so zufrieden mit den Büchern und eigentlich so mit der gesamten Bestellung. Und das letzte Mal... muss ich echt sagen, war ich auch zufrieden, weil ohne weiteres, man kann übers Internet dann eingeben, was einen gestört hat an den Artikeln, kann dann reinschreiben, okay, falscher Artikel oder entspricht nicht meinen Erwartungen zum Beispiel und die nehme das einfach wieder zurück und da bin ich wirklich froh drum, ohne Meckern machen die das und ja, so soll es auch sein und dafür nehme ich das dann auch ganz gerne mal in Kauf, dass mal was nicht passt, wenn es so reibungslos dann funktioniert. Und wenn ich dann auch noch solche Schätze bekomme, also ich bin schon so der Mensch, ich kaufe eigentlich überall, je nachdem, wo sie halt gerade das haben, was ich auch möchte. Und wo ich mir auch am einfachsten tue, also wo ich natürlich am liebsten bestelle, ist Avel. Manchmal natürlich auch... Medimops, aber Medimops ist, muss ich sagen, eher seltener, weil die haben dann doch noch höhere Preise. Und wenn ich wirklich fast den Normalpreis bezahle, dann kaufe ich es mir lieber neu. Einerseits tut man ja dann dem Autor auch noch was Gutes und ja, man hat es, wenn ich weiß, ich möchte dieses Buch sowieso behalten, dann warum nicht? Meine Lieben, ich bin dieses Mal wirklich positiv begeistert. Ich hatte schon Angst wegen der Reihe von The Strain, dass ich irgendwie enttäuschter werde. Aber die Bücher sind niegelnagelneu, denen fehlt überhaupt gar nichts. Und ich bin so froh, weil ich glaube, dass man die Bücher nur noch als Taschenbuch bekommt und wenn dann halt gebraucht. Und gebunden sind die ja so schweineteuer. Ich weiß nicht, ob es hinten drauf steht, was die kosten. Nee, leider nicht. Nee, aber die sehen echt super aus. Also da freue ich mich wahnsinnig. Und dieses Metallic-Optik und ich bin gespannt und ich werde ganz bald berichten, wie mir die Bücher gefallen. Das war's von mir und ja, es hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eins von den Büchern schon kennt, wie sie euch gefallen haben, ohne zu spoilern natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!